Wer ist der Nächste? Das ist der Champion. Jeder kann doch sehen, dass er Metallarme hat, oder? Wieso verstecke ich dann meine? Konzentrier dich, Crushster. Es geht nicht nur darum zu gewinnen. Dieser Kerl verletzt andere und du musst ihn aufhalten. Komm ins Finale, klar? Na gut. Gut gemacht, Crushster. Jetzt stopp diesen Blechmann und fahr den Sieg ein. Und den Scheck auch. Oh, du hattest einen ordentlichen Lauf, Ketchupflasche. Aber ich werde für immer der Midwest Arena Wrestling Champion bleiben. Oh, Steve, sieht aus, als könnte das erste große Match des Abends werden. Ja, stimmt, Bill. Zum Glück stehe ich nicht im Ring. Dafür ist der große Rote die beste Chance, einen Kampf zu sehen, der länger als 5 Sekunden dauert. Okay, eiserner Kai, dann sehen wir mal, wie gut du damit klarkommst. Ziemlich gut. Was? Du hast 4 Arme? Ja. Schummler! Der Crushster ist so eine Art 4-armige Kreatur. Und das Publikum findet das absolut nicht in Ordnung. Und jeder weiß, dass es außerordentlich unsportlich ist, mit 4 Armen zu kämpfen. Hey, euch ist klar, dass er Metallarme hat, oder? Sein Name ist Eiserner Keil. Das ist eine Metapher! Ja, dein kleiner alter Eckenmann hat recht. Ich werde dich windelweich prügeln. Ich sehe ein, dass das verwirrend sein kann, aber ich bin ein 10-jähriges Mädchen. Nie im Leben. Und während du abgelenkt bist, Zeit für einen Suplex. Eins, komm schon, eiserner Keil, steh auf. 2, du kannst es schaffen, ich glaube an dich. Sieht so aus, als hätten wir gleich einen neuen Champion. 3. Worauf warten Sie bloß? Hauen Sie schon auf die Matte! Also, wenn ich nichts an den Augen habe, hat sich der Crushster anscheinend in einen 10-jährigen Jungen verwandelt. Der nur 2 Arme hat. Jetzt ist es endlich ein fairer Kampf.